Hallo, willkommen zurück. Ach, ich sehe gerade. Eigentlich waren wir hier schon weiter. Wir hatten ja schon die eine Kiste nach da oben befördert. Scheint war der Speicherpunkt aber genau davor. Das müssen wir also nochmal eben machen. Ich hatte nämlich eine kleine Aufnahmepause zwischendurch, wie ihr euch jetzt vermutlich denken könnt. So. Ging das überhaupt so? Ja, doch, genau. Oder? Ja, nein. Hä? Nee. wieso? Wieso ist denn der jetzt da hingefallen? Oh Mann. Ich hoffe, ich klinge nicht so komisch gerade. Ich bin ein bisschen erkältet. Also ich fühle mich so, als könnte ich ab nächster Woche krank sein. Mal sehen. Ah. So, jetzt aber. So, okay, hier waren wir. Konnten hier rauf. Und dann sind wir hier auf die Leiter und die ging dann runter. Dann waren wir wieder unten bei der Kiste. Tja. Das Einzige, was doch jetzt sein kann, ist, dass wir. Ach so, wir machen es wie eben. Ich bin ja auch blöd. Wir müssten wahrscheinlich. Oder macht das jetzt Sinn, was ich gerade überlege? Wir gehen mal hoch und gucken, ob wir da dann auch irgendwas mit dem Magneten oder so machen können. Weil wir brauchen ja hier jetzt. Ja. Ah ja. Kannst du die nehmen? Denn wir brauchen jetzt auf der nächsten Ebene auch eine Kiste, um da weiterzukommen. Geht das so? Müssten wir ja diese Kiste gleich nehmen können. Und dann kommen wir dahin. Obwohl, das sieht voll hoch aus. Selbst für die Kiste eigentlich zu hoch. Aber egal. Probieren geht über Studieren. So. Nochmal. Ja, das sieht gut aus. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Aber das ist doch trotzdem zu hoch. Oder was? Ah, ich muss bestimmt damit. Mann, ich bin so ein. Heute irgendwie nicht so ein Blitzmerker. Ich muss sie wahrscheinlich hier hinstellen. Und stelle mich dann da drauf und fliege da mit der Kiste oben rauf. Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. So. Müssen wir hier nochmal das Ding hinschieben? Okay. Oh. Genau, perfekt. So, Aufzug. Ja, mach mal. So. War jetzt nicht so schwer. Brauchen wir den vielleicht noch für irgendwas? Ah, da oben ist ein Laser. Der muss wahrscheinlich die Kiste runterschießen, die wir dann für irgendwas brauchen. Ich gucke mir erstmal alles in Ruhe an.
Oha. Hui. Dafür brauchen wir die Kiste anscheinend, um zur Leiter zu kommen. Boah, das war jetzt voll knapp. Ich habe mich echt gerade so erschrocken. So, wir fahren mit dem Fahrstuhl mal hier hoch. Aber so ungefähr. Ihr habt schon gesehen, was ich vorhatte. Achso, nee. Moment. Endlich ein einfaches Rätsel, das ich auch kann. Auf Anhieb. So. Ah, so. Gut. Sehr gut. Boah, hab ich mich erschrocken. Hä? Was ist das? Da komme ich leider nicht hoch. Nicht ganz. Was macht das hier? Oh! Das ist ja witzig. Bis wohin kann ich damit laufen? Sehr cool. Bin immer wieder echt überrascht. Das Spiel bietet immer wieder neue, coole Einfälle. Also, dann brauchen wir wahrscheinlich hier. Können wir da rüber? Vielleicht ist da irgendwas noch. Krass. Ein Schmetterling. Hey. Okay. Das da hinten sieht aus wie so eine. Der, dieser Lichtball da ist bestimmt eine Trophäe. Kommen wir denn da am besten hin? Das da sieht aus wie ein Seil oder so. Egal. Ich habe auch nicht so große Lust gerade, diese Trophäen zu sammeln. Ich möchte lieber wissen, wie das Spiel weitergeht. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. So. Muss ich wahrscheinlich gleich. Boah, das ist ja voll das krumme Denken hier. So. Okay. Und jetzt ist hier noch irgendwas? Jetzt muss ich irgendwie ja wieder den Fahrstuhl andersrum. Ach so, ja. Okay. Wir stellen das mal hier so hin. Dann müsste das doch gehen. So. Nein. Hä? Wie jetzt? Das bringt mir doch nichts. Wenn ich das jetzt hier loslasse, komme ich zwar darauf, aber ich komme ja nicht auf das erste. Hä? Hier bringt es mir eigentlich gar nichts. Vielleicht muss ich doch erst in die andere Richtung. Tatsächlich. Vielleicht ist das gar nicht nur für die Trophäe. Ich nehme den Karton hier. Naja, die Kiste mal mit.
Macht das jetzt Sinn? Was war denn hier? Der Aufzug oder so? Bäh, ich weiß es gerade echt nicht. Ich muss mir das nochmal angucken. Das ist voll verwirrend. So. Geh nochmal runter. Ah, komm ich jetzt überhaupt? Boah, ist aber auch schwierig. Ja. Uff. So. Ach so, jetzt ist die Kiste da unten. Ja, macht das dann Sinn, wenn ich das da auf den Fahrstuhl stelle? Komme ich dann eine Ebene höher? Hm. So, erstmal hier anstellen. Oh, alles wieder von vorne. Aua. Warum? Oh Mann. So. Uah. Beinahe wieder. Ey, die Kisten, ne? Ich hab's mit diesen Kisten. Die machen mich wahnsinnig. So. So. Hoch da. Ja, ja. Das machen wir so. Und die Kiste kommt. Hm. Okay. Da hatte ich es ja eben, ne? Da war das zu schief und ist dann neben den Fahrstuhl gefallen. Also muss ich es. Ne, das ist ein bisschen weit. Aber vielleicht so? So? Könnte klappen. Ups. Mal sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich hier so lange bei dem Ding hier aufhalte. Oh, das ist aber knapp wahrscheinlich. So. Oh, jetzt ist es hier. Ja, okay, das geht ja auch. So. Okay. Ja, gut. Hä? Ich habe gedacht, vielleicht so kann man das da so hin spielen quasi. Ging doch eben auch ein bisschen, oder? Hm. Komme ich denn da jetzt hin? Ich krieg hier doch niemals die Kiste hin. Hä? Mysteriös, mysteriös. Hahaha. Scheiße. Das bringt mir doch gar nichts. Aber ich glaube, ich muss den Anlauf, also den Schwung nutzen. Na,
Ja, das hat nicht so ganz gereicht. Macht das Sinn? Schafft er das dann bis hier ganz rüber? Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Lösung ist. Oh, ja, nee. Geil. Was bringt mir das überhaupt? Wozu soll ich die brauchen hier? Kriege ich da ja gar nicht rüber, oder? Ach, Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin etwas erkältet. Ach so, wahrscheinlich brauche ich die Kiste, um selber da auf die andere Seite zu kommen. Aber da ist ja nichts. Hä? Oh Mann. Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich mache ich das falsch. Los. Geht das nicht so? Kann ich denn hier noch mal? Ich habe doch gar keine anderen Möglichkeiten. Mann. Der hat überhaupt nicht genug Schwung. Los, oh Mann. Aber ich verstehe auch nicht, wozu. Es macht doch auch keinen Sinn, wenn ich jetzt noch mal. Oder macht das Sinn? Also wenn ich jetzt nochmal mit der anderen Kiste zurückgehe, oh nein! Oh, ich dachte schon. Ich dachte, die Kiste erschlägt mich wieder. Hallo Katze, na? Was los? Hm? So. Das bringt mir doch gar nichts, Mano. Also ich kann das ja dahin packen, aber dann komme ich da doch wieder nicht rüber. Mann. Mann, was soll ich tun? Ach so, ich checke auch, wofür ich die andere Kiste jetzt brauche. Die muss ich halt damit rübernehmen, aber. Hey, nee, das macht einfach. Das ist einfach alles sinnlos hier. Dieses Rätsel ist unlösbar. Ich vergesse wahrscheinlich gerade irgendwas. Total Sinnvolles.
Juhu! Wow. Hä? Ist das. Was ist denn das jetzt für eine Kiste? Oder war das die Kiste von. Ich bin schon völlig verwirrt. Das ist meine Kiste von eben gerade, ne? Oh Mann. So. Ja, ja, toll. Die ist jetzt auch wieder weg. Ha. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass hier ein Magnet ist und der andere Magnet das hier ja anscheinend auch anmacht. Aber was? Wie? Wieso? Was bringt mir das? Jetzt aber! Mann! Ach, Scheiße. Ey, dieses Rätselchen, ne? Das macht mich gerade echt wütend. So richtig wütend. Los jetzt, jetzt! Manu! Ich will doch nur wissen, wie das weitergeht. Jetzt aber, oder? Oder? Los! Boah, das Spiel verarscht mich doch, oder? Ja, ja. Los! Nee, das war nicht genug. Ja! Hahaha! Geil! Es hat ja doch so funktioniert. Ja gut, ich bin zufrieden. So. Kam ich dann jetzt so hoch? Rüber? Weil da ist ja auch auf der anderen Seite so ein Rohr. Deshalb finde ich, sieht das so aus. Nö. Wunderbar. Okay. Dann bringt das auch was, wenn wir das hier anstellen? Nö. Was müsste was bringen? Wir müssen es auf der anderen Seite anstellen, oder? Und dann rollt es doch da runter. Ich hoffe es. Oh nein! Nein! Nein. Sag mir bitte, da ist ein... Nein. Oh Gott. Fuck you, way. Scheiß Drecks Arschlochkiste. Los. Mann, oh Mann. Ich hatte es doch schon geschafft. Los! Ja. Nein. Okay, jetzt. Nein. Nein. Es tut mir so leid. Wieso?
Wieso muss das passieren? Alter. Jetzt aber, oder? Oh, ist das ein Scheißrätsel? Mann. Jetzt bitte. Bitte. Das gibt's nicht. Okay, ganz ruhig. Ich bin völlig ruhig. Mann. Ich bin schon völlig verkrampft, ne? Ich drücke den Controller gerade so doll, als würde ich hier jetzt, als würde ich Dark Souls spielen und nicht Limbo. Bitte jetzt mach das einfach. Ich habe das Rätsel noch verstanden. Es ist, als würde das Spiel mich bestrafen dafür, dass ich das Rätsel verstanden habe. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Mann. Jetzt keinen Fehler machen mit der Kack. Ich nehme den Aufzug für die Kiste. So. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht, ey. Dann ist Polen offen. So. Hey, ich habe mich noch nicht wirklich aufgeregt, aber ich fing gerade an, langsam wütend zu werden. Das ist auch interessant. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich da? Wieso nehme ich das mit? Ich will das überhaupt nicht mitnehmen. Ich wollte sagen, das ist interessant, wenn ich spiele, so, also wenn ich für mich spiele, privat, rege ich mich wirklich nicht auf. Dann kann ich sowas auch 100-mal versuchen. Denke ich mir zwar, boah, was ein Scheißspiel. Aber ich schreie nicht rum oder so. Ich versuche es einfach, bis ich es geschafft habe. Und fertig. Aber wenn ich so dabei rede, ey, da werde ich echt wütend. Da redet man sich richtig in Rage. So, drück jetzt den Scheißhebel da. Los! Oh. Boah! Alter. So. Oh, jetzt kann ich mich wieder beruhigen. Hier ist erstmal Schluss für diese Folge. Ich muss mich kurz runterfahren wieder. Und dann glaube ich aber wirklich, dass es das nächste Mal dem Ende entgegengeht. Wir sehen uns bis dahin. Was quakt denn da so rum? Naja, wir sehen uns bis dahin. Haut rein. Tschüss.